Bei dem Hintergrundgespräch der SPÖ ging es heute um das Thema Sozialversicherungsorganisationsgesetz. Drei Versprechen der Regierung über die Sozialversicherung wurden laut SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gebrochen. Und zwar war das zum Beispiel die Versicherungsstrukturen oder auch, dass es gleiche Leistungen für alle Sozial- oder beziehungsweise Versicherungsgruppen geben soll, zum Beispiel Beamten, Bauern oder Selbstständige, aber auch die Arbeiter und Angestellten sind davon betroffen. Auch die zusätzliche Patientenmilliarde wurde angezweifelt und auch diskutiert. Man spricht generell von einem schwerwiegenden Eingriff und es wird zu sehr zentralisiert. Laut der SPÖ wird ein System zerschlagen, was eigentlich funktioniert. Also wir sind ganz klar der Meinung, dass diese Sozialversicherungszerschlagung, dieser Umbau ein bisher gut funktionierendes und im internationalen Vergleich wirklich bestens ausgewiesenes Gesundheitssystem eine Versorgung aufs Spiel setzt. Klar ist, dass die Verliererinnen und Verlierer die Patienten dieses Landes sind, weil es in Konsequenz zu Privatisierungen kommen kann, zu Leistungskürzungen, zu schlechterer medizinischer Versorgung bis hin, dass es zu weniger Kuraufenthalten kommt, dass die Krankenstandsregelungen hier verändert werden, weil die Wirtschaft und die Arbeitgeber am Ende dafür entscheiden. Und wir haben uns ganz klar für diese Klage entschieden, um diesen Schaden, der hier entstehen wird, möglichst zu begrenzen und so klein wie möglich zu halten. Aber können Sie das nochmal erklären? Warum befürchtet man, dass es da Änderungen gibt für die Versicherten? Was ist das Problem an der jetzigen Reform? Also es gibt viele Punkte, Kritikpunkte, die es hier zu nennen gilt. Einer der wichtigsten Kritikpunkte ist zweifelsohne, dass künftig nicht mehr die Versicherten selbst der größten Versicherungsgruppe, das sind 7 Millionen Menschen in diesem Land, über ihre eigenen Versicherungsgelder entscheiden. Das heißt, wie viele medizinische Leistungen sie bekommen, ob sie Selbstbehalte zahlen müssen beim Arzt, ob sie einen Kuraufenthalt genehmigt bekommen, wie die Krankenstandsregeln ausschauen. All das sind Entscheidungen, die künftig die Wirtschaft und der Arbeitgeber entscheiden wird. Also das heißt, Sie halten es für verfassungswidrig, dass die Sozialversicherung der Angestellten, diese ÖGK, die es in Zukunft, wie sie in Zukunft heißen wird, dass die übernommen wird in der Verwaltung von den Dienstgebern. Ist das so zusammengefasst? Die Entscheidungskompetenz liegt hier zu einem Großteil auf wirtschaftlicher Seite, das heißt auf Arbeitgeberseite und nicht mehr auf der Seite der Versicherten. Das ist verfassungsrechtlich nicht in Ordnung und deswegen werden wir hier einen Widerspruch aufzeigen. Wie wird man denn konkret vorgehen? Wann wird es denn diese Klage geben? Wie wird die, von wem wird die eingebracht und welchen Erfolg rechnen Sie sich daraus? Das ist ein sogenannter Drittelantrag über den Bundesrat des Nationalrates, der nächste Woche eingebracht wird. Und wir hoffen, dass der Verfassungsgerichtshof hier die Dringlichkeit dieser Klage erkennt, um den Schaden für die Patientinnen und Patienten so klein wie möglich zu halten. Aber sind Sie da optimistisch, dass das klappt, dass das durchgeht? Wir haben gute Gründe dafür, warum wir diese Klage eingebracht haben und haben immer gesagt, wir werden nichts unversucht lassen, um diesen Schaden für das österreichische Gesundheitssystem hier zu begrenzen bzw. zu verhindern. Die SPÖ wird sich wegen der Zusammenlegung der Sozialversicherungen an den Verfassungsgerichtshof wenden und eine entsprechende Beschwerde einbringen. Hintergrund der Klage ist, dass das Gesetz aus Sicht der SPÖ und aus Sicht von vielen Verfassungsjuristen verfassungswidrig ist und aufgehoben werden müsste. Laut der SPÖ ergibt sich die Verfassungswidrigkeit in 6 Punkten. Und zwar ist das zum Beispiel die Kassenfusion, die Eignungsvoraussetzung der Versichertenvertreter, Parität zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer, Eingriffe in der Selbstverwaltung, Ausgestaltung des Dachverbands sowie auch die Zwangstransferierung von Dienstnehmern. Anfang nächster Woche wird man dann die Klage auch einbringen und hoffen, dass sich der Verfassungsgerichtshof bald entscheiden wird.